Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Visions of Mana und somit auch der ersten Folge des Let's Plays hier von Visions of Mana, wie auch immer. Jo, und ich freue mich richtig drauf. Ich habe ja schon 12 Folgen draus gemacht aus der Demo mit ein bisschen Tipps und Tricks und so ein paar Dingen, die man da schon, sage ich mal, rauslesen konnte. Und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr aufs Hauptspiel. Hab jetzt auch hier, ja, mal ganz kurz nur hier die Audioeinstellungen und so gemacht. Ich hoffe, das passt alles. Kann sein, dass ich da in den nächsten Folgen noch ein bisschen nacharbeiten muss, was Stimmenlautstärke oder vielleicht auch Soundeffekte und so ein Kram angeht, dass uns da nicht das Gehör wegfliegt oder sowas. Ja, solche Geschichten. Und als ich jetzt hier gestartet habe, gab es auch direkt schon so eine kleine Cutscene, so eine Eröffnungssequenz hier mit Visions of Mana, Mana-Baum und so weiter. So eine ganz grundlegende Story-Abhandlung schon mal, um was es da ungefähr gehen könnte. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann jetzt auch mal an. Und dazu starte ich gerade das Spiel neu. Da machen wir das mal so. Hier den da, weil so kommen wir am schnellsten wieder da rein. Da muss ich da nicht auf dem Hauptbildschirm ewig lang warten, wollte aber auch nicht die Anmoderation jetzt hier in den ersten Bildern machen und dann plötzlich geht die Cutscene los und ja, da haben wir halt den Salat, ne? Da müssen wir ja die Klappe halten. Ja, es gab dann auch noch einen Hinweis, dass ich irgendwie die Waffen der Demo da freigeschaltet habe. Da kam auch so ein Hinweis, das nur so dazu, falls der jetzt nicht mehr kommt und ich halt mal die Klappe, ne? The peoples of our world live their lives blessed by the powers of mana. To maintain that balance, alms are chosen to offer their souls to the mana tree. This is how we continue the cycle and ensure a future of prosperity. For millennia, we have lived and died this way. And so we shall forevermore, as each land continues its long tradition seeing the appointed alms off on their pilgrimage to the mana tree. Visions of Mana. Yay! Visions of Mana. So wie es bei mir heißt, keine Ahnung. Ist ja auch egal, Mana, Mana, alles das gleiche, Banana. Jo, das ist der Start des Games. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal der Hinweis kommt von wegen hier. Jo, genau. Nee, kommt kein Hinweis, neues Spiel, können wir direkt hier starten. Schwierigkeitsgrad hieß es jetzt in den Vorabtests, muss man sagen, die sind relativ gut angekommen. Von 7 von 10 bis 9 von 10 habe ich da so ziemlich alles gesehen. Oftmals war es eigentlich so 8 von 10, 80% da irgend sowas in der Richtung. Auch so in der Richtung hätte ich das erwartet, muss ich sagen. Vielleicht hohe 8-stellig, also ja, nicht hoch 8-stellig, sondern im 80er Bereich relativ hoch. So 7, 88, so irgendwas hätte ich so von der Demo, so vom Gefühl, was könnte uns da erwarten, erwartet. Ja, und da gab es jetzt in den Vorabtests auch die Aussage, ja, die ersten drei Schwierigkeitsgrade, also der normale wäre auch noch relativ leicht, selbst schwer wäre gar nicht mal so heftig und dann erst im New Game Plus
gibt es dann wohl noch einen Experte-Modus. Ich würde sagen, so mache ich es eigentlich ganz gern immer hier in Let's Plays, dass wir auf normal starten und dann später, genauso wie es auch ist, NG Plus mit Experte. Wenn wir auch wissen, was abgeht, wenn wir ein bisschen mehr Equip haben und so ein Kram, ne? Und jo, so machen wir es. Und ab jetzt ist es schon für mich blind. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan, was abgeht. The Ulm is rejecting her duties and attempting to flee. But the Earth Elemental's protection is nearly spent. At this rate, the very fabric of this realm will fray. This place will no longer receive the blessings of mana power. Lysa, how's your foot? Can you make it? I'm fine. But, Orin, listen. I don't think it's right to run away. It's too late for that now, Liza. See? We're nearly to the gate. We have to hurry before they realize what we're doing. Come on! Oh, interessant. Wir spielen hier diesen Eorin, oder wie er heißt. Den haben wir ja in der Demo gar nicht gezockt, beziehungsweise in der Demo. Ja, in der Demo haben wir ihn nur in der Hafenstadt getroffen. Das finde ich jetzt interessant, dass da irgendwas mit ihm abgeht. Ich gucke mal gerade hier soundtechnisch. Ja, scheint soweit in Ordnung zu sein, dass... Ja, die brüllen halt immer hier so rum, wenn sie da ihre Aktionen machen. Deswegen muss ich das Sound dann teilweise auch ein bisschen runterdrehen. Naja, egal, machen wir mal weiter. What are you two doing out here so late? Hang on. Where do you think you're taking our Liza? No, this route won't work. Let's try the other way. Ich wollte doch gerade meinen Kaffee trinken. Da läuft er einfach in die andere Richtung. Aber ich finde es cool, dass es direkt ein actionreicher Start ist, in Anführungszeichen jetzt hier. Weil ich echt schon die Sorge hatte, dass wir jetzt einfach mal eine halbe Stunde einfach nur in irgendeinem Startdorf quatschen müssen. Was natürlich jetzt noch passieren kann, wenn wir auf unsere Haupthelden wechseln, wovon ich mal ausgehe. You cannot take Liza from the village like this, Orin. The Soul Guard is on his way. You have to wait here for him. If you won't be reasoned with, we will have to make you stay by force. Orin, what should we do? We have no choice. Kampftutorial oder was? Kampf gestartet, gewinne den Kampf. Führe schnelle X einfache Angriffe aus. Machen wir doch mal hier ausweichen. Alter, wie ich abgehe. Ja, das Aufschalten meines Erachtens funktioniert besser als in der Demo. So vom Feeling. Ich glaube, das funktioniert besser. Das habe ich ja in der Demo noch ein bisschen kritisiert. Oh, das macht Bock. Ich hab direkt schon Bock, Leute. Ich hab Bock. Stay out of this, okay? Jo, also wer jetzt erst reinschaltet hier in, sag ich mal, in mein Let's Play, noch ganz kurz, was ist das überhaupt? Es ist eine Fortführung von einem ganz alten, oder einer alten Spielreihe, die irgendwie mit Misty Quest auf dem Game Boy gestartet hat, dann Secret of Mana, denke ich mal so das Highlight auf dem SNES ursprünglich, vor 30 Jahren oder so, keine Ahnung. Super geiles Game, damals auch mit so einer Gruppe war man da unterwegs und hat dann halt so JRPG-mäßig oder RPG-mäßig seinen Kram da gemacht. Aufgelevelt, Waffen gefunden, konnte irgendwie auch Koop spielen und so weiter. Dann gab es, glaube ich, noch ein Trials of Mana und so eine so Zusammenstellung, wie auch immer. Und so irgendwas gab es da noch. Ja, und jetzt halt sozusagen, ein neues Spiel der Mana-Reihe,
ein neues JRPG dieser Reihe, wo es halt auch um den Mana-Baum da geht. Und das ist ja alles schon relativ zweifelhaft jetzt hier am Anfang, hier Seelen opfern und so weiter. Unsere Heldenreise ist, wir gehen zum Mana-Baum und sterben, oder was? Beziehungsweise unsere Begleiterin. Und irgendwie ist die Story, dass immer hier diese Krieger, mit denen ich da irgendwie rumjumpe jetzt gerade, dieser Eoren oder wie er hier heißt, die haben dann immer aus jedem Dorf, das sind so Seelenwächter oder sowas, und die müssen diese ja, Begleiter in dem Sinne, weibliche Begleiter, in dem Fall jetzt hier zu dem Mana-Baum bringen. Das sind praktisch die Beschützer. Ja, und das hier sind die Opfer sozusagen. Ja, und hier, das ist wahrscheinlich jetzt Tutorial, dass wir das mit ihm machen und dann geht's zu unseren Haupthelden rüber. Gehe ich mal stark davon aus. Ich habe die Demo schon gezeigt, könnt ihr 12 Folgen lang rein, reinschauen. Ist also so ein Taktik-JRPG, wo man dann auch hier so Pause machen kann, zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann, Spezialangriffe machen kann und so weiter. Und man wird auch hier im Let's Play oder generell in dem Spiel noch verschiedene Geisterreliquien, also praktisch Klassen, freischalten oder, wie soll ich sagen, Klassenhintergrund, also wirklich Geister, die man eben in der Cutscene da rumfliegen sehen hat. Beim Mana-Baum da diese komischen Gespenster, keine Ahnung, Avatare, wie auch immer. Und die bekommt man dann im Laufe des Spiels. Und wenn man die sich zum Beispiel jetzt Wasser oder sowas dem Hauptheld, also hier dem da jetzt gibt, dann wird er ein Wasserkrieger zum Beispiel. Und sie hier, angenommen sie wäre spielbar, wird dann eine Wassermagierin. Und dann kann man das hin und her tauschen. Dann gibt es noch, was weiß ich, Erde, Feuer und so weiter und so fort. Und Erde zum Beispiel ist dann relativ tankig. Also tankig kann ich dann irgendwie da hier im Tank geben und dann wird er halt ein krasser Tank. Oder man kann Feuer der Magierin geben, dann kann die da rumballern und so weiter. Ne? So ein Kram muss man dann mal gucken. Und das Ganze ist dann sehr actionlastig, so wie wir es eben schon gesehen haben. Rennen durch die Welt, kloppen alles weg und so weiter. Ansonsten schaut euch einfach mal das Fazit zur Demo in der letzten Folge, Folge 12 an. Ich denke mal, da habe ich auch schon viel dazu gesagt. Jo, und jetzt freue ich mich einfach drauf, das Spiel hier genießen zu dürfen. Wird, glaube ich, eine geile Zeit. What now? There's just the sand wheel ahead and no way past it. I know. That's the plan. It's all up from here. I guess we'll see. Okay, wir machen das selbst. Doppelsprünge in der Luft. Jo, alles klar, machen wir. Ich dachte jetzt kommt eine Blende und wir sind dann bei den anderen Helden. Dass hier die Theorie ist, okay, sie haben halt den Sprung gewagt und dann geht's halt weiter. Aber nee, wir spielen sie weiter. Die hat auch den Doppelsprung hinbekommen. Wunderbar. Begleiterin unbekannten Namens. Ich hab ne vergessen, sorry. Lisa, alles klar. Sorry about that. Didn't realize you're afraid of heights. Ja, ist also typisches Tutorial-Ding da am Anfang. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nichts übersehen können. Was ich super gefeiert habe und was sie in den Tests auch noch erwähnt haben, ist das Thema Erkundung, dass das richtig cool belohnend sein soll. In der Demo, ich halt mal die Klappe. Doing, Orin. This is madness. We don't want to hurt you. Either of you. You can't be serious about fleeing the village. You just can't be. It's not madness. It's survival. Be careful. Dorfbewohner Blues, da ist er. Mit den blauen Haaren. Ja, hier sieht man das ja schön hinten, unsere Magierin ballert da rum. Wir haben dann immer so leichte und schwere Angriffe. Hier steht es ja auch, Spezialangriffe mit Y sind irgendwie dann stärkere Angriffe. Ja, Thema Erkundung. Im Hauptspiel wird es dann so sein, oder beziehungsweise wenn man hier aus dem Tutorial raus ist, dass man so komische Währung durch Erkundung sammeln kann, wo man dann auch wieder die Charaktere hochziehen kann oder bei gewissen Händlern das einlösen kann, also eine Alternativwährung zu normalem Gold. Mit normalem Gold kann ich Rüstung und so weiter in neuen Städten und Dörfern kaufen. Und dann gibt es noch so eine Bärenhonig, so rum, Bärenhonig.
den man sammeln kann, den kann man dann auch Spezialhändlern geben, um dann seine Charaktere da ein bisschen krasser auszubauen. Das hat mir relativ schon gut gefallen in der Demo. Und es ist wohl so, dass es auch noch ganz typische Secret of Mana Wesen gibt. Ich habe nur den Namen vergessen. Chukubus, Chubibis, Bluebisis, wie auch immer. Irgendwelche Schleimwesen oder sowas. Und wenn man die findet auf der Map, dann ist es wohl so, dass man dann EP-Boost, Gold-Boost oder andere Sachen freischaltet. Also auch hochmotivierend den Kram zu finden. Ne? Also wichtig auch, sich ein bisschen umzugucken. Und alles andere wird auf der Karte auch angezeigt. Sowas wie Schatztruhen und so. Das ist also auch sehr, sehr einsteigerfreundlich. Aber die Dinge halt eben nicht. Aber das werden wir noch erfahren. Ich schalte mal die Klappe. Don't! I'm not here to harm you. Listen to me. Without Liza as the arm of our village, Guju will fall to ruin. An arm's sacred duty is to offer their soul to the Tree of Mana. They ensure life and prosperity for the rest of us. You know this. I know you do. Of course we do. But we can't give up our happiness. We've gone through so much to be together. And you should know that. I do, Orin. It's rare for someone to settle down in a village other than where they were raised. People worried that Liza would feel estranged here when they heard of your engagement. But time passed, and we came to love her as one of our own. I was so happy to see her flourishing. Happy for you both. You're not the only one who doesn't want to lose her, Orin. Then don't stop us! Orin. Maybe he's right. I have a duty to fulfill. As the Alm. Absolutely not! We're going to leave. Run away, and we'll keep running. And running until the world forgets all about Alms. Until the world is free from this cycle of sacrifice! Orin. Liza is right. Listen to her, Orin. Return to us. No! Stay back! I am not your enemy, Orin. I'm your friend, and I'm here to help you. I said stay back! Get away! Denim, run! It's going to collapse! Mein Controller dreht durch. Hilfe! Vibrationsalarm! Come on, Liza. Navigieren. Wenn du dich auf deinen Abenteuern einmal verlaufen solltest, kannst du durch Drücken von LB und Y ein Navigationslicht herbeirufen, das dir den Weg zum nächsten Ziel weist. Also ihr merkt schon, alles relativ einsteigerfreundlich, sehr, sehr schön. Warum nicht? Alles gut. Was in den Tests auch oft erwähnt wurde... Hallo, was machen die da? Liza, what are you doing? We have to head to the plateau. It's not safe to linger here. Irgendwelche Fanboys hier, oder was? Ja, was erwähnt wurde, dass die Story, also stellenweise wurde das erwähnt, die würde nicht gut erzählt werden. Keine Ahnung, was da oben gerade abgeht. Und ich finde das doch, das holt mich doch schon ab. Ich finde das richtig geil. Das Spiel hat bei mir heute einen richtig schweren Stand sozusagen, weil, ich weiß nicht, ob es in der Demo auch schon so war, mein Auto ist ein zweites Mal kaputt, also real life, Auto kaputt,
Ja, ich bin krank, wie man vielleicht hört. Super viele technische Schwierigkeiten. Super wenig Zeit, ums Spiel zu spielen. Auch noch im Vorfeld gab es ein bisschen Ärger mit Square Enix. Jetzt sind wir hier an der Stelle. Soll das? Kann ich da später was machen, oder was? Sieht so aus, als ob ich hier ja, einen speziellen Begleiter bräuchte. Oder? Hier so eine Geisterreliquie. Wie es in der Demo halt auch war, ne? Gut, gehen wir einfach mal weiter. Bla bla. Wird wohl jetzt nichts möglich sein. Wahrscheinlich kann ich hierhin irgendwann nochmal zurück oder komme dorthin oder wie auch immer. Bossraum. Oder nicht? You used to be a soul guard, Liza. You know how important an alms duty is. Orin, you have to turn back. You're forcing our hand. We don't want to fight you, but we will. Gewinne den Kampf, kein Problem, kriegen wir hin. So, da hat sie mich, glaube ich, gebufft, die Gute. So, da haben wir sie schön zusammengezogen, können das Special reindonnern, da sind sie schon kaputt. Wunderbar. Ich sagte doch Bossraum, das war ein Bossraum, das war doch klar. Gut, die Vibration muss ich mal ausstellen vom Controller, der dreht völlig ab die ganze Zeit. Ein Lehmkoloss. Einige feindliche Geschosse kannst du kontern, indem du im richtigen Moment den Angriff zurückfeuerst. Probieren wir es doch mal. Komm, schieß mal. Hallo. Schieß. Genau. Mach was. Komm, mach was. Schieß doch. Sehr schön. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn, oder? Seid ihr begeistert? Ich bin begeistert. Was mache ich da? Ganz komische Sachen. Bleib mal an dem dran. Genau, den machen wir jetzt weg. Gut, ist jetzt nicht notwendig oder so. Könnte sein, dass das auf Experte oder sowas notwendig ist, um dann genügend Damage zu machen oder sowas. Oh, und man sollte es vom Timing her auch irgendwie hinbekommen, die vermöbeln. Ah, gerade die Dame, dachte ich, aber das ist nicht der Fall. Ja, wie gesagt, das Ganze ist natürlich so ein Taktik, Action-Taktik, JRPG, wie auch immer. Oder es ist ein Action-JRPG, logischerweise. Aber wir können so taktische Elemente halt mit einbauen, wie gesagt, den Begleitern dann Anweisungen geben, auf die Begleiter umschalten und so weiter. Und wir können auch generell einstellen, wie ihre Haltung sein soll, also irgendwie angriffslustig, defensiv oder sonst was. Viel Heilung, Magie rausballern und so ein Kram. We've angered the earth. This isn't something we can run from. I have to fulfill my duty, Orin. No, we will escape. Liza! Get clear of its path. I'll take care of this. What in the goddess's name is this? Der Grimmkoloss. Attackiere die Schwachstellen eines Bosses, um kritischen Schaden zu verursachen. Rechtes Bein, linkes Bein, Kopf. Wo ist dann dein... Was hat er noch? Da war noch was. Brust. Wo kann ich dir denn Schaden zufügen? Auf dem Brust... Brustkörper... Brustkorb, wie auch immer.
Oder doch eher am Kopf? Ah, am Kopf. Alles klar. Der Kopf mag er nicht so. Hier, ich hau da die Birne weich. Wunderbar. So sieht's nämlich aus. Die Birne weich kloppen. Oh, Treffer versenkt. Wunderbar. Hier, kritische Treffer. Sehr geil. Wie mal abgehen. Bin begeistert. Oh, das macht schon Bock. Funktioniert eigentlich auch recht solide mit dem Anvisieren. Nicht ganz optimal. Könnte ein bisschen besser sein. Aber jo, ist in Ordnung. Dann nicht wieder an dem Button rumfuchteln. Wenn man es mal richtig eingestellt hat, so auf die Tour. So, hier, immer schön auf die Birne. Wunderbar. Ob wir wohl scheitern? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier scheitern, oder? Also nicht wir als Spieler, sondern gleich storymäßig. Aber macht direkt schon Laune. Es ist wirklich direkt schon richtig cool, muss ich sagen. Genauso wie ich mir es vorgestellt habe. Rums. An die Birne kloppen. Mach ne weg. Sehr schön. Wunderbar. It's over. Let's go, Liza. Wird sie jetzt in den Abgrund gezogen? Wie hoch ist die Quote? Wie hoch ist die Quote? We're safe now. Let's go. Liza? Oren? Oren, it hurts. My body won't move. Liza? Liza! No! What's happening? Wait! No! You'll be fine. Just... Oren, I'm sorry. Cooler Start, oder? Ich find's ein cooler Start. Mega cool. Hätte ich so nicht erwartet, ehrlich nicht. Und jetzt geht's mit dem Feuer weiter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach so, nee, das war's Spiel. Es ist vorbei, das war's. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde es durchaus ein interessanter Start. Vor allem, wenn man jetzt schon weiß, dass man ihn höchstwahrscheinlich, diesen Eren, da später in der Hafenstadt trifft, relativ früh im Game schon. Ich würde mal schätzen, so nach 5 bis 10 Stunden. Das hier ist bestimmt cool, nochmal zu sehen, wenn man das Spiel schon durch hat. Hier mit dem Krieger und mit diesen Figuren da vielleicht. Also auch hier wieder die Geisterreliquien, die Monster, die im Hintergrund eingeblendet werden. Wer ist das? Wann kommen die? Gegen wen tritt man da an und so? Ja, ich sag dir, das Spiel hat einen schweren Start jetzt bei mir, weil, wie gesagt, alle Dinge bei mir heute auf negativ stehen. Und dafür hat das Spiel jetzt schon in den ersten 30 Minuten hier richtig Eindruck hinterlassen, muss ich wirklich sagen. Macht schon richtig Bock. Kämpfe sind irgendwie cool. Story nimmt mich durchaus mit. Gut, es ist ja schon vorbei, ne? Ist ja schon der Abspann. Oh Leute, ich kann es euch gar nicht sagen, die ganze Woche über bin ich schon krank und Nase, Hals und oh, ekelhaft.
Tiania, the Fire Village. A quiet settlement where generation upon generation of townsfolk have lived in peace. Aside from the occasional flare-up from the nearby volcano, we have prospered from the blessings of fire, the patron element of our village. And so, our way of living has continued. Today, we honor tradition to ensure the survival of our people. Today is the day that the fairy appears. Jo, Prolog haben wir gesehen, wunderbar. Jetzt kommt die Hina oder wie sie heißt, ne? I wonder which way fairy will come from this time. You finally get your chance to be a soul guard. Fulfill your duty faithfully, Val. I will, Dad. I'll carry on Liza's legacy with pride. I won't let anyone down. A soul guard's job is really important. We'd sacrifice it all to protect the Alms on their journey to the Mana Tree, and ensure they fulfill their duty to the world. That's why fighting prowess is only a small part of what you need to become a Soul Guard. What matters most is your heart. Liza, huh? Come to think of it, we never did hear much from her after she settled down in the Earth Village, did we? It's been 4 years since the Alm from Guju disappeared and brought about the destruction of their village. No word as to whether Liza made it out or not, either. In any case, once the Alms reach the tree, you better come straight home. Hina would be inconsolable. Yeah, I know. Val, it's almost time for the fairy's arrival. Don't you need to pick up Hina on your way? Oh, whoops. I better go. Ja, und so wird die Story auch schon miteinander verwoben. Ist doch schon ganz interessant hier. Und hier kriegen wir schon unsere ganzen Sachen. Mystiker-Keks, die Waffen aus der Demo, Vorbestellerbonus und so weiter und so fort, ne? So ein bisschen Kleinkram. Ja, wissen wir Bescheid. Antike Wächterclub. Kluft. Alter, Deutsch. Ja, so ein bisschen XP-Boost und so weiter. Ja, können wir irgendwann mal nutzen. Auch hier Gold-Boost. Das ist alles nicht wichtig. Also das ist jetzt nicht so, wenn man sich da irgendwas Vorbesteller-Bonis oder irgendwelche Bonis da kauft da online, dass das jetzt den riesen Unterschied macht. Das kann man sich ja easy erfarmen. Ja, hier geht's aber direkt schon ab mit irgendwelchen Einzeichnungen auf der Karte. Das ist das, was ich gesagt habe. Hier Leibwächter. Noch 7 XP bis Stufe 2. Das geht dann doch schon relativ flott hier. Hier sieht man auch alles sehr, sehr gut eingezeichnet. Die Mana-Adern und all mögliche anderer Krempel. Das ist das, was ich gesagt habe, was man super geil hier sieht. Jetzt sieht man auch, dass wir hier unten starten. Die Demo startet ja hier im Schneegebiet und führt dann hier hin. Dann noch in so eine Hafenstadt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das heißt, den ersten Bereich hier kennen wir noch gar nicht. Ja, und ich freue mich tierisch drauf. Da machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich muss ganz dringend ins Bad und mir die Nase putzen, weil da läuft's. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Game, viel Spaß mit dem Let's Play. Machen wir hier weiter. Sieht alles schon super geil aus. Klar, grafisch ist das jetzt nicht das Top-Ding, ist schon klar. Es ist auch typisch JRPG-mäßig, dass da grafisch das manchmal ein bisschen hinterherhinkt, was Animationen oder so angeht. Aber die Liebe, die hier schon drin steckt im Game, jetzt auch schon in der Geschichte und so, das finde ich schon geil. Auch optisch so finde ich es schon ansprechend, märchenhaft und so weiter. Richtig cool, ich freue mich auf eine geile Zeit mit euch. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Bis dann, haut rein, ciao.